Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Gold, bei Anteil der The Last Film und Simon Katzen. Wir sind heute bei allen drei Kanälen auf Leitung, denn wir schauen uns heute einen sehr, sehr schönen Platz hier an. Es ist hier ein Hunde- und Katzenhotel, das heißt hier Manavgat Köpek Hotel, hier in Kumpel ist das. Also der Ort, wo wir hier sind, ist noch Kumpel, aber mehr ganz im hinteren Bereich. Und hier werden Hunde und Katzen zur Ausreise fertig gemacht und hier kann man sie auch gegen Gebühr hinbringen. Und das ist auch eine Anlage von 3000 Quadratmeter, es ist sehr groß hier. Hier werden viele Hunde untergebracht und viele Katzen. Und das schauen wir uns dann mal jetzt an. Ich drehe mal die Kamera. Wir werden empfangen vom Besitzer, Herr Ibrahim. Hallo Ibrahim. Hallo, merhaba. Merhaba. Geht's dir gut? Ja, danke. Euch auch. Ja, danke. Du sprichst auch Deutsch, ne? Bisschen, nicht so viel. Deutsch. Ist aber verständlich sicherlich dein ja, Deutsch, ne? Ja. Also Ibrahim, wir sind heute hier bei dir. Wir wollen uns gerne mal dein Hotel hier anschauen, was du hier für die Tiere zur Verfügung gestellt hast. Und wir wollen uns mal gerne ein paar Informationen holen, was man benötigt zur Ausreise, wenn man einen Hund oder eine Katze mit nach Deutschland, in die Schweiz, Holland oder sowas mitnehmen müsste. Und wir wollen uns mal anschauen, wie viele Hunde du hier hast, was für Katze hast und wie das hier im Allgemeinen ausschaut. Ne? Also das ist hier gerade von außen das Hunde- und Katzenhotel. Das ist hier ganz, ganz hinten von Kumpel, also hinter den Hotels. Denn man muss das halt ein bisschen außerhalb haben, wenn man so viel Hunde hier hat, wegen dem ganzen Bellen. Und hier sieht man schon die ersten Hunde von hier draußen. Schaut mal, wie die uns da alle anschauen. Und ich bin auch mal gespannt, was uns jetzt hier alles erwartet. Herr Ibrahim, dann gehen wir mal rein in dein Hotel. Bitte schön. Hier sieht man noch die ersten Katzen. Die sind auch zahm. Na, alles klar bei dir. Alles gut. Der geht aber nicht ins Ausland, ne? Nein, nein, das ist meine. Das ist deiner, ne? Das ist ja schön. Von Straße. Von der Straße hast du aufgenommen. Mhm. Super. Und das ist hier der Eingang. Manavgat Köpek Hotel steht auch drauf. Und dann gehen wir mal hier rein und schauen uns mal die tolle, saubere, giftige Anlage hier an. Und es gibt einen Hund, der war mal bei mir am Laden. Der passt nicht, das war der hier, ne? Ja. Na, wer ist der? Kennst du mich noch? Kennst du mich noch? Ja, 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 ja. Ja, ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut bei dir. Brunilde. Çok havlıyorlar. Birini gördük yanında var onlar. 15 dakika sonra geçelim. Das ist gerade, weil ich hier neu bin, stellen die hier. Aber der Hund, den wir da am Eingang gesehen hatten, das ist der Hund, der bei mir vorm Laden war. Der eine Husky-Mix ist das, ne? Oder was? Ja, Akita. Akita-Mix, ne? Die war bei mir vorm Laden Zeit lang zum Fressen. Da ging es sehr schlecht. Und schau mal, wie die jetzt hier ausschaut. Die sieht ganz gut aus. Ja, Ibrahim, und das sind hier Hunde, die auch zur Ausreise fertig gemacht werden, oder sind die jetzt bei dir, wohnen die hier links vor uns zum Beispiel? Und da mir Schürler? Nein, wir haben jetzt zur Ausreise fertig. Die sind zu deinen Ausreise fertig? Alle, alle Ausreise fertig. Ja. Johnny, Johnny, tamam. Johnny, tamam. Johnny, tamam, tamam, tamam. Johnny, tamam, tamam, tamam. Kale, kale. Kale, geh. Johnny! Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, Johnny, alles gut. Nein. Ja.
alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ja. Alles gut, alles gut. Komm, komm, komm. Jetzt wird gerade das Schnupp was. Ja. Ja, ja, Bruder. Ja, hopp, hopp, auf für ihn. Daisy, Daisy. Daisy, ja. Ja, auf für ihn. Und die kommen alle von der Straße, die Hunde? Alle von der Straße. Alle von der Straße, ne? Ja. Und man sieht auch, wie gut es dir geht. Na ja, Brian. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Ja, und das sieht man hier, dass die Hunde alle von der Straße kommen. Herr Ibrahim, wie viele Hunde hast du denn hier? 74. 74 aktuell? Ja. Und wie viele kannst du insgesamt aufnehmen? Wie viele Hunde kannst du hier aufnehmen? Kapazität hat oder Nabe? 80. 80? Aber du bist ja fast voll, also. Mhm. Bist ja fast voll, ne? Ja. Und das sind alles Streuner von der Straße, wie gesagt. Jetzt werden die Hunde auch ruhiger. Jetzt werden wir begrüßt. Und dann gehen wir mal in die Richtung. Buralarda şey var. Televizyon, ondan sonra klima. Hier sind auch klimatisierte Räume. Und wo kommen die her? Von Alanya gekommen, von der Straße. Alanya gekommen? Alanya. Alanya, von Alanya. Von einem Verein. Von einem Verein, ne? Mhm. Und die werden auch Reise fertig gemacht oder wohnen die hier, diese Hunde? Verein bringt bei mir, dann wir machen auch so also fertig. Ja. Zum Beispiel, wenn Familie finden, ja, dann nach Hause. Aber es gibt Hunde, die bleiben auch vorübergehend bei dir, bis man ein Zuhause für sie findet. Ja, ja, vom Verein. Vom Verein, von Privatleute, vier Monate später zu Hause. Okay, also die Vereine finden zum Beispiel Hunde, sie bringen sie zu dir, die lassen sie bei dir, solange sie, bis sie ein Zuhause finden. Ja, ja. Aber Privatpersonen, die sie zu dir bringen, dann die bleiben vier Monate, wenn alles gut geht, kommt kein Krankheit oder so, dann vier Monate später nach Hause. Dann können die nach vier Monaten nach Deutschland, ja, oder nach anderes Land ausreisen. Ist, ja, das denn nur für Deutschland vier Monate oder auch für andere Länder? Holland, Österreich, Dänemark. Ja, alles vier Monate. Alles in Quarantäne. Vier Monate. Dann bleiben die hier bei dir. Ja. Weil die Leute verstehen in Quarantäne so kleine Käfige und sowas. Nein. Aber die haben ja auch Freiraum bei dir, ne? Ja. Es 15 Tage, es ohne Impfung, wenn kommt ein Hund, ohne Impfung, es Quarantäne, unsere Quarantäne, vorher, wir haben gesehen, unsere Quarantäne auch nicht kleine, 5 Quadratmeter, ja, aber 15 Tage muss alleine bleiben. Wenn er ankommt. Ja, warum? Wir machen es Test, Stapel und Parvo. Ja. Wenn negativ, dann Impfung. Wenn positiv, dann Infusion. Wenn alles gut geht, 15 Tage später, zweite Impfung, fertig, dann raus mit anderen zusammen. Dann darf er hier mit den anderen leben. Ja, ja. Und die verstehen sich auch alle untereinander? Wir haben ungefähr 30 verschiedene Seiten. 30? 30, Plätze, ja, Plätze. Ja, ja. Dann wir machen 2 Hund, 3 Hund, 4 Hund zusammen. Ja, das ist ja toll. Ja, und man sieht auch, dass sie sich hier ganz wohl fühlen. Hier sind auch Hunde, ne? Überall. Mhm. Mira. Ach, hier ist die Mira. Mhm. Mira. Und wo geht die Sammy hin? Sammy. Deutschland. Auch Deutschland, ne? Mhm. Wie viele Monate musst du noch? Vier. Zwei Monate später. In zwei Monaten darfst du nach Deutschland. So zwei Monate vorbei, zwei Monate später. Das ist ja schön. Wo kommt der hin? Der hier? Auch von Manavgat gekommen, Straße. Auch von Manavgat Straße. Mhm. Dieser Monat fliegen. Der fliegt diesen Monat, der, ja, echt? Bald bist du in Europa, oder was? Das ist sehr schön. In zwei nächsten Monaten fliegt der eine. Und du bist auch ganz schön neugierig, du kleiner, schöner Hund. Also hast du hier 74 Hunde von der Straße, hier von
Man hat nur die Umgebung. Also, ja, ne, fünf, Ibrahim? 15 Hunde, aber meine Hunde. 15 und deine eigenen. Mhm. Das ist ja schön. Und das ist sicherlich deine Mama. Sie sieht dir nicht ähnlich. Hallo Mama. Hallo, alles gut? Bombast du schon selber? Auch, alles gut. Super. Und die kommen, die fliegen, kommen auch ins Ausland? Ja. Zweieinhalb Monate später. Bibi. Ja. Big Boy. Das ist ja schön. Also hier sieht man auch zwei Hunde, die geht in zwei Monaten. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Die geht in zwei Monaten. Das ist ja toll. Ibrahim, was mir bei dir auch immer auffällt, bei dir ist es auch wirklich immer sehr sauber. Wir kennen uns ja schon einige Zeit und bei dir ist es immer ganz schön sauber, gepflegt und du gibst auch wirklich viel Mühe für die Hunde. Und da muss man wirklich ein Herz für Tiere haben, um sowas auch zu machen. Ne? Also ich finde deine Anlage hier wirklich ganz, ganz toll für die Tiere und deswegen sind wir auch heute hier, weil sie sich für die Ausreise interessieren. Und viele denken, es gibt keine Hunde mehr. Und gucken, wo sind alle Hunde hin, denken alle. Die Hunde sind alle hier, ne? Alle hier. Weil viele kommen zu mir und sagen, wo sind die Hunde, wo sind die Hunde? Ich sage, die Hunde, die werden kastriert. Die werden nach Deutschland gebracht. Und wenn die kastriert sind, in zwei, drei Jahren stirbt ein Hund. Von Kumköy, Kumköy. Die sind beide aus Kumköy, ne? Mhm. Schaut mal, hier sieht man beide Hunde aus Kumköy. Also viele von denen habe ich auch schon mal gesehen gehabt, waren die größeren. Und die sind jetzt alle bei dir. 25 Hunde, Ausreise fertig jetzt. Ja. Von Pilowatbrüten. Ungefähr 20 von Kumköy gekommen. 20 aus Kumköy? Ja. Und dann fragen wir uns, warum wir keine Hunde mehr in Kumköy haben, weil du weißt, es wird in Deutschland viel geredet. Dieses neue Gesetz. Nein, Hunde werden gejagt, Hunde werden umgebracht, Hunde werden dies. Es gibt Tierhasser in Deutschland, es gibt Tierhasser in Türkei, es gibt Tierhasser auf der ganzen Welt. Du bist ja auch ein ganz tierlieber Mensch. Ich bin auch ein tierlieber Mensch. Ich habe es mir mit Katzen, du hast es mir mit Hunde. Ne, aber du als Hundeliebhaber zum Beispiel, was hältst du von dem Tierheim? Tierheim ist nicht Leute. Tierheim, zum Beispiel Tierarzt, nicht schlechter Mensch. Alle möchten nicht alle Hunde mitnehmen. Manche Leute lieben Tiere, manche Leute lieben nicht Tiere. Manche Leute zum Beispiel beschwert, dann muss abholen zum Tierheim. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche drei Hunde abgenommen von Evrenseki. Die an der Brücke waren, diese drei Hunde? Ja, ne? Drei Hunde. Die haben sie da hingebracht, ne? Ja, eine hier. Welche sind Brunhilde? Aus Evrenseki die Hunde, die an der Brücke waren? Brunhilde, ja. Eine hier. Das ist eine von denen, die in Evrenseki auf der Brücke waren, ne? Ah, jetzt erinnere ich mich an die. Ja, stimmt, stimmt, das ist die. Ja. Semi und Hopp. Ja. Drei Hunde von Tierheim genommen. Von Tierheim. Ja. Das ist, weil die Leute anrufen, sich beschweren. Ja. Zum Beispiel hier bellt der Hund oder der greift die Motorräder an oder Fahrräder an. Ja, ja. Dann muss die Gemeinde kommen, richtig? Muss. Dann muss kommen, ja. Und dann müssen sie die zum Tierheim nehmen. Tierheim, wieder nicht zurück jetzt, neuer Gesetz. Ja. Nicht tot, muss Tierheim bleiben. Aber das Tierheim ist überfüllt hier, richtig? Voll. Ja. Und ein Tierheim, so wie es gerade zum Beispiel ist, du kennst dich da besser aus, heißt eigentlich für das Tier in zwei Jahren spätestens der Tod, oder nicht? Nein, nicht tot. Ja. Aber wenn kommt kein Besitzer. Ich habe gesehen, Tierheim, ungefähr 3 Quadratmeter, ein Platz, 400, 500 zusammen. Ja. Voll. Ist zu voll. Keine Platz. Ja. Ja. Also es ist ganz anders als bei dir hier. Ja, da Streit zum Beispiel, manchmal verletzt. Ja. Dann später kommt Infektion oder so. Dann ja, nicht genug Personal. Ja. Ja, und nicht genug zum Beispiel für Verletzcreme oder so anderes. Nicht genug. Also die sind überfordert mit den ganzen Hunden, sagen wir mal so. Ne? Aber ich meine jetzt, der Tod im Tierheim ist, dass sie da krank werden, dass das zu viele sind, dass sie sich zu sehr anstecken. Das meine ich mit Tod jetzt. Ne? Ja. Im Tierheim wird bei uns nicht getötet, das ist ja verboten. Ja. Ne? Und du kennst auch das Tierheim sehr gut in Manavgat, da werden keine Tiere getötet.
Nein, nicht. Auf keinen nicht, Fall, ne? Nicht. Nein, also sowas gibt's gar nicht bei uns in der Türkei. Da gibt auch Tierliebe, Mensch. Gibt's auch Tierliebe, ja, gibt's ne? auch. Gibt's auch alles. Na, aber nur, die sind zu überfüllt und zu überfordert. Ja, ne? Das ist das richtige Wort. Ist auch mal schön, das von dir zu hören, weil du beschäftigst dich ja 24 Stunden mit Hunden. Das sieht man hier auch, ne? Und dann alle, die auch in Evrenzeki an der Brücke Brunilde. Vermissen. Schau mal, die wohnt jetzt hier. Geh, Brunilde, Gekse. Ich hatte auch 4 jüngere Hunde an den Geschäften, bei mir in Kumköy. Die sind auch bei dir, ne? Von Kumköy, 4 ja, Jünger. Ja. Die sind auch hier, ne? Ja, auch hier. Ja, ist ja schön. Ibrahim, und diese Ausreise, das machst du alles offiziell? Ja. Das machst du alles offiziell? Ja. Du bist hier staatlich zugelassen, es ist kein Tierheim, es ist ein Hotel. Man darf hier zum Beispiel Hunde herbringen gegen Gebühr zu dir, richtig? Wir machen alles fertig, Ausreise fertig, nur für Hunde. Nur Flugticket und Flugbox extra. Und Flugparty oder Besitzer muss selber kommen. Dann wird organisiert sonst alles. Flughafentransfer, Amsterdamer Transfer, Titer, Impfung, alles. Alles kostet 1500 Euro bei uns. 4 Monate lang? 4 Monate. Ja. 4 Monate. Und es ist die Pflicht, auch den Hund zu kastrieren lassen, wenn er nach Deutschland geht? Braucht nicht kastriert. Wenn Besitzer möchte kastriert, das ist extra. Aber. Ja. Und du bist hier eine Privatperson. Ja. Aber du bist staatlich auch zugelassen, wie gesagt. Du bist offiziell. Ja. Offiziell. Ja. Weil es gibt auch Leute, die machen das schwarz, die machen das illegal. Ja, viele machen so. Ja, viele das ist verboten. So. Ja, verboten. Wenn man erwischt wird, dass jemand keine Zulassung hat für so einen Tiertransport nach Deutschland, gibt es Strafe, können die Hunde, Katzen weggenommen werden, ne? Ja, zum Beispiel, wir machen so, wir machen 1500 Euro, die Hälfte, Rest 2 Monate später. Warum wir machen so, wenn ein passiert, wir geben zurück Geld. Wie viele Tage hier bleiben zum Beispiel? Wenn ein passiert, Hund gestorben, Krankheit zum Beispiel gestorben, dann wir rechnen, wie viel kostet Infusion oder Tablet oder so. Dann Rest wie viel? Dann wir müssen zurückgeben. Die anderen nicht aber. Die anderen, wie viele wir haben gehört? Angenommen, ich bin hier im Urlaub für 10 Tage. Mhm. Ich komme zum Beispiel von Deutschland, ich bin für 10 oder 15 Tage hier. Aber ich kann meinen Hund nicht mit ins Hotel nehmen zum Beispiel. Kann man auch für 10, 15 Tage einen Hund hier bei dir abgeben? Ne? Ja, natürlich. Das ist alles offiziell bei dir? Ja, ne? Ja, natürlich. Also angenommen, man kommt ins Paloma Ocean Resort Hotel, man hat einen Hund dabei, Paloma Ocean Resort Hotel duldet keine Hunde im Hotel, dann kann man hier zu dir kommen, das abgeben, den Hund, und du kümmerst dich um ihn. Und dann, oder wir können abholen vom Hotel, kein Problem. Ja, also man kann auch abholen und dann kann der nach dem Urlaub wieder abgeholt werden. Ja. Also man kann in jeder Hinsicht den Urlaub dann genießen, ne? Das ist ja super. Und wenn Urlauber hat einen Hund gebracht, dann wir machen jeden Tag Video, Foto. Jeden Tag Foto, Video. Foto, Video. Bekommen die Leute, ne? Also ist ja interessant zu hören. Und du machst auch für Katzen Ausreise bereit. Ja. Das ist ja auch, ich habe viele Katzenzuschauer, jetzt kommen wir mal auch zum Katzen. Natürlich sind alle meine Zuschauer tierlieb, aber viele sind Katzen, mehr zu Katzen, speziell sich mehr auf Katzen. Und da können wir auch mal hier den Katzenbereich anschauen und dann können wir auch mal Informationen über Katzen von dir holen. Jetzt sind die Hunde ruhig, das sieht man auch. Und jetzt sind auch die ganzen Hunde ruhig. Jetzt können wir hier den einen Hund zeigen, der aussieht wie ein Wolf, der bei mir vor den Laden war, fast tot war, der hier aufgepickelt wurde. Das ist hier, die bei mir vom Laden war. Jetzt kann man das hören. Schaut mal, die war fast tot. Die wurde hier aufgepäppelt. Und sieht mittlerweile sehr gut aus.
Also hier nochmal das Hotel von 3000 Quadratmeter. Hier vom Ibrahim. Ja. Vier sogar. Mhm. Achso, ich dachte immer, das wären drei. Von 4000 Quadratmeter die Fläche. Du hast hier sogar ein Teenie-Haus, ne? Ja. Das vermietest du auch? Ja, wenn kommt zum Beispiel kommt mit Hunde oder mit Katze, sie können daheim bleiben. Das zeigst du uns gleich auch, ne? Ja, natürlich, natürlich. Also der Ibrahim hat auch hier ein Teenie-Haus, wo man hier bei den Katzen und Hunden Zeit verbringen kann. Schaut euch das mal an. So schaut es hier aus. Bei so vielen Hunden muss man dann halt außerhalb sein. Also falls jemand irgendwelche Fragen hat in dem Video, Bruder, dann gerne machen. Die Fragen stellen. Ich werde sie hier dem Herrn Ibrahim gleich fragen. Schau mal, jetzt sind von außen hier reingegangen. Schau mal, hier sind auch viele Hunde da. Den kenne ich, den Hund. Den ersten hier. Wo kommt der her? Vom Verein gekommen, von Straße. Von Straße, ne? Mhm. Den kenne ich aber, ohne Spaß. Wo? Ja. Den kenne ich. Schau mal, wo der gelandet ist. Und schau mal hier, wie groß die auch haben, also keine 5 Quadratmeter oder so. Und was passiert mit den Hunden, Ibrahim? Die sind vorübergehend hier oder für Ausreise? Ausreise, alles. Die sind alle für die Ausreise, ne? Mhm, viele. Das ist meine. Das ist... Das sind deine Hunde? Mhm. Auch von der Straße? Ja. Aber den kenne ich, glaube ich, auch. Wo kommt der her? Der rechte. Über 4 Jahre bei mir. Ja? Von Tierheim gekommen, eine Beine gebrochen. Ja, aber die kenne ich ganz von früher, glaub mir. Der war hier irgendwo auf der Straße. Und du hast hier keine Rassenhunde, alle von der Straße? Ja, ne? Alle von der Straße. Okay. Auch von Evrensecki gekommen. Das sind die aus der Evrensecki, ne? Mhm. Der rechte wurde letzte Woche ganz viel gesucht. Ist das ja, der Hund? Ja, ja, Charlie. Der Charlie, ne? Charlie. Schaut mal an alle, der wurde auch viel in meiner Gruppe geteilt und ich habe das auch unterstützt gehabt. Das ist der Charlie. Mhm. Der wird jetzt Ausreise fertig gemacht. Ja. Und die Leute brauchen ein bisschen Unterstützung. Die Leute, die ihn dort gefunden haben und Ausreise fertig machen gerade. Die Marina, also wer das gerne unterstützen will, da wird auch jetzt ein Beitrag von in meiner Gruppe an Teil der Szene Information gemacht. Und der andere gehört auch dazu? Oder ist das der da nebenan? Auch neuer gekommen von Straße. Ja, aber der da links ist noch einer, ne? Mhm. Rechts ist der Charlie. Charlie. Und wo ist der andere Blanke. Von Marina? Der andere, der hat ja zwei Hunde hier, ne? War das der andere? Der hier. Braune Hund, nein, das ist nicht. Ist der nicht? Der andere Hund Staupe. Ja, dann, aber jetzt krieg Infusion, ja. Nicht mehr krank. Hier. Ja, ja. Ach so, ja, hat sie mir gesagt. Gehabt. Ja, stimmt, nicht mehr hier, in Zarlath jetzt. Meine Haus, da ein Haus mit Garten. Aber es ist in Behandlung, ne? Ja, ja. Okay, super. Jetzt geht gut. Ja, schön. Hallo. Jetzt hat man hier die ganzen Hunde. Wenn jemand fragt, wo sind die ganzen Hunde hin in Çolaklı, Evrensecki, alle hier. Okay, alle hier. Alle hier. Das finde ich wirklich super, Ibrahim. Und hast du denn hier auch Hunde, die du bei dir hast und die noch einen Besitzer suchen? Meine Hund Besitzer suchen. Seit 4 Jahren. Auch Besitzer suchen. Der sucht auch einen Besitzer. Ja. Ja. Aber vom Verein. Die gehört dem Verein. Mhm. Also Vereine bringen dir auch Hunde, die sie bei dir hier gegen Gebühr lassen können, ne? Ja. Bei mir bringen, ja. Dann Ausweise fertig machen, wenn schnell Besitzer finden, schnell weg. Wenn nicht, dann immer sucht für Besitzer. Dann muss warten. Aber dann für alle, die das hier gerade schauen, dieser hübsche Hund, was ist das für ein Hund, Herr Ibrahim? Labrador-Mischling. Labrador-Mischling, der sucht ein Zuhause. Wie lange ist der schon bei dir? Über ein Jahr sucht das arme Wesen ein Zuhause. Mm-hmm. Der ist jetzt ausreisefertig. Ja, ausreisefertig. Der kann sofort kann fliegen. Der kann sofort fliegen. Mm-hmm. Also an alle, die jetzt hier gerade das Video sehen, teilt bitte das Video. Schaut mal, der arme Hund wartet hier seit ein Jahr auf ein Zuhause. Normalerweise mit Bruder. Ja. Bruder letzte Woche schon weg. Letzte Woche weg? Ja, zu Hause gefunden, dann weg. Und er ist jetzt alleine, ja.
Und er wartet noch. Er wartet noch. Also an alle, die gerade zuschauen, schaut mal, der Hund war seit einem Jahr. Das heißt nicht, dass es ihm hier nicht gut geht. Schaut mal, der hat einen ganz, ganz sauberen Platz. Der hat alles hier bei Ibrahim, was er benötigt. Aber es wäre natürlich schöner, wenn so ein Tier zu einer Familie kommt. Und der ist auch komplett ausreisebereit. Der kommt auch von der Straße. Mhm. Und wer dort Interesse hat, so einen Hund aufzunehmen, oder wer jemanden kennt, der einen Hund gerne haben will, der ist sofort ausreisefertig. Der schöne Hund, der hier im Käfig sitzt. Wenn jemand Fragen hat, ihr könnt die gerne stellen an den Herrn Ibrahim. Der größte Hundeflüsterer hier in der Umgebung. Ich kenne keinen, der mehr als du hier um Hunde kümmert. Und vor allem auch wirklich alles aus Herz und Liebe macht. Also wie du zu Hunde bist, bin ich zu Katzen. Auch alles ausreisefertig. Das ist mein Hund. Das sind deine Hunde? Ja, meine Hunde. Der wartet aber seit 4 Jahren. Ja, wir suchen auch zu Hause. Seit 4 Jahren sucht. Auch sucht ein Zuhause vom Verein. Zu Hause, aber der nicht seit 4 Jahren, ne? Nein, nein, nein. Ungefähr 2 Jahre bei mir. 2 Jahre. Mhm. Super. Der ist seit 2 Jahren, der seit 4 Jahren suchen die ein Zuhause. Das sind aber keine vergessenen Hunde hier bei Ibrahim, haben sie schon. Aber schöner wäre es, die bekommen ein Zuhause. Super, Ibrahim. Ja. Yeah. Yeah. Was passiert mit den Hunden, die keine Besitzer finden? Die bleiben hier bei dir, ne? Bleib bei mir. Bleib bei dir, bis die Besitzer finden. Ja. Also wie gesagt, das ist die Katze von Ibrahim. Das ist die Katze von ihm, ist sehr zahm. Na, was ist? Was ist? Hier für Straßenkatze, Futter, Wasser. Wir sind für Straßenkatzen, für Streunerkatzen auch. Futter und Wasser und Deckungsmöglichkeit. Schaut mal. Sieht man hier auch. Super. Hast du hier nur große Hunde, Ibrahim, oder hast du auch kleinere? Kleinere auch. Hast du auch, ne? Dila. Und das ist hier der Katzenbereich. Jetzt sind wir beim Katzenbereich. Jetzt sind wir hier bei den Katzen und das sieht ja wirklich ganz toll aus für die Katzen. Ibrahim, und hier werden die Katzen ausreisewertig gemacht, ne? Die kommen alle ins Ausland. Wir, 1, 2, 3, 4, 5 meine. 5 sind deine. 5. Ja. Ja. Yeah. Çiçek. 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 Mama. Mama von 4. Das ist die Mama. Ja. Und Çiçek. Hältst du die hier oder gibst du sie ins Ausland, die, deine eigenen Katzen? Von Straße gekommen, Automaschine. Ah, die waren in Automaschine? Ja, und schwanger gekommen. Die Mama, ja? Und die durfte dann bei dir hier Babys bekommen? Und 4 Babys. Ja, ich war Tierarzt, ich wurde kastriert. Tierarzt hat geguckt, dann schon vorbei. Ja. Hab ich gesagt, okay. Soll Babys bekommen? Ja, 4 gekommen. ist mir auch schon mal passiert. Das ist auch ausreisefertig. Der ist auch schon ausreisefertig. Ja, blank, Blecki. Blecki, wer? Der kommt auch nach Deutschland. Ja. Also die Tiere haben es eigentlich leichter in Deutschland zu kommen als die Türken, ne? Aslan auch. Der Aslan ist ja von einer Bekannten von mir. Von Sidikum Hotel. Der Aslan. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sag mal, den Aslan hatte ich hierher vermittelt gehabt. Der kommt jetzt nach Deutschland. Dila. Aslan. Dila. Wann darf der nach Deutschland, der Aslan? Aslan, ich glaube, 2 Monate später. Noch 2 Monate. Mhm. Und Dila, auch von
Kumko Evlenze gekommen. Die Dealer, weil sie an der Dealer. Promenade. War Dealer an der Promenade? Welches Hotel? Welches Hotel? Orange'ın, o şeyin... Bei Orange dort. Orange'ın, otelin oradan. Ja. Das ist aber auch ein großer... Hast du ja was Tolles hier für die Katzen, so ein riesen... Rohr. Und Schlafmöglichkeit haben die hier, die Katzen. Mhm. Schau mal hier. Und das ist hier dann Geburtplatz und so, oder wie? Quarantänekäfig. Ja, bunun normalde burada yatıyorlar. İçeride yatakları var. Die kommen rein zum Schlafen, ne? Super. Das ist sehr schön. Du bist aber schmusebedürftig, weil du bist bei deiner Familie in Deutschland und die werde ich sicherlich richtig schmusen. Bu yeni geldi, aşıları yapılıyor, onun için kapalı. Hier drin ist eine Katze, die ist neu gekommen, die wurde geimpft, deswegen ist sie da drin. Ibrahim, hast du eine Webseite, wo man Hunde adoptieren kann? Hast du eine Webseite? Ja. Webseite mal? Mal. Okay, die werde ich dann später unter das Video schreiben, weil die Leute fragen das. Ja, ja. An alle, die hier nach einer Webseite fragen, wo man Hunde adoptieren kann, der Ibrahim hat eine Webseite. Ne, und der Ibrahim. Und da ist sonst... Auch hier. Hallo, check it out. Hallo. Auch zwei Katzen hier. Auch zwei Katzen, mhm, so aus. Bruder. Zwei Brüder. Die kommen auch ins Ausland. Mhm. Das ist ja schön. Ja, der wieder Schmusen, der Schwarze. Ich habe zu Hause zwei Katzen, die heißen Afrikaner. Die eine sieht genauso aus wie die. Die ist auch so schmusebedürftig. Ja, und wie viele Katzen hast du hier immer so zur Ausreise, die du Ausreise fertig machst, Ibrahim? Hier für 15 Katzen. Ja. 15 Katzen. Mhm. Aber du kannst viele aufnehmen. Wenn jemand dir sagt, hallo Ibrahim, ich habe Katze, kannst du sie natürlich, tun? Natürlich. Du hast Platz, ne? Ja, ich habe zu Hause auch Platz, hier auch. Du hast genug Platz? Genug Platz. Was für deine Kapazität für... Katze, ich glaube 20 jetzt. Noch für 20 Katzen? Ja, also an alle, die an einer Katze interessiert sind, mit nach Deutschland zu nehmen. Ich werde so oft angeschrieben. Der Ibrahim hat hier Platz. Noch für 20 Katzen bei sich und die müssen 3 Monate in Quarantäne, richtig Ibrahim? 4 Monate. Auch Katzen 4 Monate? Auch Katzen auch. Wie Hunde. Wie Hunde mittlerweile. Mhm. Und was kostet das mit Katzen mit, und was wird alles gemacht, wie läuft es ab und was kostet es hinterher? Für Katze, wir machen alles. Flugticket auch, Flugbox auch. Alles zusammen 1100 Euro. 1100, aber mit Box, mit Flugticket? Flugticket, mit Amtsveterinär, alles. Amtsveterinär, 4 Monate Quarantäne, ja. Alles drum und dran. Mhm. Kostet alles 1100 mittlerweile. 1100. Ja. Also das kostet dann, ist ja mittlerweile 4 Monate. Mhm. Und zweimal bezahlen. Und auch zweimal bezahlen, in 2 Raten, ne? Mhm. Na, schaut mal hier. Die kommt auch ins Ausland. Also wenn jemand eine Katze mit nach Deutschland nehmen will von der Türkei, die muss mittlerweile 4 Monate in Quarantäne. Und man muss sie dann nur abholen. Und das wird alles fertig gemacht in den 4 Monaten. Das kostet alles 1100 Euro, hat uns hier gerade der Ibrahim gesagt. Also es ist eine große Anlage, es ist auch viel Arbeit hier, was dahinter steckt. Also ja, man hat es hier nicht mit 70 Katzen zu tun, man hat es hier mit 70 Hunden zu tun. Und mit noch so vielen Katzen, also das ist schon viel Arbeit. Und ich bleibe, ich bin 24 Stunden hier. Du bist 24 Stunden hier, ne? Ja. Also die Brand ist einer, der sich hier komplett für die Tiere dargegeben hat. Also viele Hunde von der Straße, von Kumköyside, Evrenseki, sind die meisten Hunde hier beim Ibrahim. Und man sieht hier den Quarantäneplatz der Katzen. Deine Katze ist aber auch ganz schön lieb, sage mal so.
dass unsere Testkarte, wenn wir spazieren gehen mit Hund, einem Hund zum Beispiel, dann er kommt immer, er hatte keine Angst vor dem Hund. Hat er nicht, ne? Nein. Sieht man auch. Zum Beispiel eine Familie fragt, wie ist der mit Katze, dieser Hund? Wir machen schnell raus, dann Test. Ach so, dann, ob der Hund Katzen mag oder nicht. Ja, oder? Ja, wenn Hund reagiert, so oder, dann wir sagen, mit Katze geht nicht oder geht. Ach so. Also ist das ein Testerkater auch? Der hat keine Angst vor Hunden. Ja, und hier kann auch kein Hund entwischen. Man sieht auch, dass hier eine hohe Mauer da ist. Und noch zusätzlich das Draht. Und das ist die Villa, die man hier mieten kann, Ibrahim. Hier, wer kommt zum Beispiel von Hund abholen, von hier? Ja. 3 Tage, 2 Tage. Bleib hier. Und schau mal, dort hinten ist Kumkel, da vorne. Ja, und hier hast du auch einen Pool. Das sieht ja ganz toll aus für die Leute, die hier kommen, Hund abholen und eventuell auch übernachten wollen im Teenie House. Und da hat man auch eigene Küche, Schlafplatz, alles mit drin, ne? Burası da böyle mutfak. Und hier ist auch eine kleine Küche, Grillplatz. Du grillst auch gerne, ne? Ich sehe dich oft im Fischhaus. Da sehe ich dich ganz oft. Da weiß ich auch, wo der Bauch herkommt. Von Mama. Ja, von Mama. Rackefisch, ne? Spaß. Ja, und sieht doch hier ganz toll aus, ne? Also für dich, du stellst hier alles zur Verfügung. Platz für Hund, Platz für Katze, Schlafplatz. Besuchen kann man nicht hier auch rein, ne, wenn man jemanden besuchen will. Ja, hier dieser Platz zum Beispiel, einer hat hier Katze. Ja. 4 Monate später möchte selber holen. Ja. Aber keine Zeit. Möchte 2 Tage zum Beispiel alles machen. Sie kommt hier, bleibt unser Ternhaus. Wir machen hier alles fertig, dann fahren wir zusammen mit Flughafen. Du fährst jetzt hier auch zum Flughafen? Ja, ja, natürlich. Machst du alles, ne? Ja. Und ich habe ja auch jetzt mit dir gesprochen gehabt, du machst ja auch Pet-Taxi. Ja. Also Pet-Taxi heißt ja Tier-Taxi. Mhm. Ich habe ja 4 blinde Katzen in Istanbul, da habe ich ja gestern mit dir telefoniert gehabt. Mhm. Und da fährst du auch zum Beispiel jetzt nach Istanbul und holst mir die 4 Katzen ab, ne? Ja. Sowas geht auch zum Beispiel 2 Tage weg von dir, ne? Und da hast du trotzdem jemanden da, der sich hier um die Hunde zum Beispiel kümmert. Ja, ja, natürlich. Da braucht man nicht denken, wer kümmert sich um die Hunde oder um die Tiere. Na, und da, damit man noch Bescheid weiß, der Ibrahim geht auch Hunde holen oder Katzen holen, wenn noch nicht hier in Kukwevrenseki Manavgat sind. Angenommen, man hat einen Hund in Mersin oder in Adana, ja. Da würdest du zum Beispiel auch hinfahren, ja. Und den Hund abholen. Ne? Ich kann nicht lange weg, ja. Zum Beispiel höchstens 3 Tage. Ja. Höchstens 3 Tage. Warum? Dann kommt mein Neffe zum Helfen hier, kommt noch einer und meine Mama auch hier, 24 Stunden. Ja. Ja, dann aber ich kann nicht lange von hier weg. Kannst nicht, logischerweise, ne? Kannst nicht lange weg. Und was kostet hier eine Nacht Übernachtung? Das fragen auch gerade die Leute gerade. Weil du musst wissen, dass alle meine Zuschauer Tierliebhaber sind und da kommen sicherlich einige auf dich zurück noch, Ibrahim. Hier pro Tag im Winter 40 Euro, ja. Im Sommer 70 Euro. Im Sommer 70 Euro. Sommer Klimaanlage. Klimaanlage. Ja, 24 Stunden. Und man kann hier mit dem Hund auch mit einigen Hunden Gassi gehen und sowas, zum Beispiel Hund nehmen und spazieren gehen.
Gezdirebilir mi köpek burada? Tabii gezdirebilir. Kann man mit dir zum Beispiel Hunde spazieren gehen und sowas, ne? Mhm. Ist ja schön. Ja, und das ist hier diese Villa, die Herr Debrem hat, mit Pool. Und hier im Hundehotel. Açabilir miyim? Aber das ist hier noch nicht vorbereitet, weil es kein Gast vor ist, aber ein Gast da ist und natürlich vorbereitet. Yukarıda şey var. Zweite Etage gibt es hier auch. Yatak odası yukarı. Schlafzimmer oben, Küche, alles was man hat, sogar Heizung. Aber der Hund, der Kater ist ja wie ein Hund, der folgt uns ja auf Schritt und Tritt. Der Kater. Sarı, gel. Gel oğlum, aferin benim çocuğum. Ja, das sieht ja schon toll aus hier. Gel Sarı, hadi gel, Sarı. Aferin. Hoppa. Und jetzt werden die Hunde ein bisschen ruhig. Bitte. Haben uns dann soweit alles angeschaut, ne? Hier im Hundehotel bei dir. Also wir sind reingekommen, da waren viele. Arka war da, şurası. Ja. İstersen şuradan gösterelim. Mach doch mal gucken. Also 4000 Quadratmeter Fläche hat hier der Ibrahim in Kumköy, das Hundehotel. Also es ist auch ein bisschen schwierig zu finden, da sollte man den eher kontaktieren. Oder ihr könnt mich auch anschreiben, ich kann gleich die Nummer von Ibrahim schicken, wenn jemand gerne Hunde oder Katzen unterstützen will. Hier ist nochmal ein riesengroßes Gehege, nochmal ist so viele Hunde. Hayır. W, tamam. Das ist ja auch noch Hunde. Ich auch gerade angekommen. Bizden o, buradan atlıyorum. Anna, hadi gel. Gel. Hayır. Monty. Hayır, tamam. Tamam. Hayır. Hier ist auch nochmal richtig viel Platz da. Burada da 11 odamız var. Şura. Burada auch 11 Zimmer. Ama 6 köpeğimiz var burada. 6 Hunde sind da. Und der springt immer hier rüber. Ja. Der Satellitengucker. Bak şunu oradan atlayacak. Da läuft der gleich weg. Schau mal, und der Kater. Der Kater ist echt cool. Überall. Die haben jetzt da. Woher die jetzt haben? Woher die? Nereye gidersen git. Gel, sana. Das ist echt cool, der Kater. Was ist? Geh mal weiter. Aber warum ist er so dünn? Die gelbe Katzen sind normalerweise dick. Wenn du die Kandabitane war, Ibrahim Abel. Ich habe einen im Laden, der heißt Trump Pascha. Der ist doppelt so dick wie der. Bu çok geziyor. Her yeri geziyor. Onun için mi? Aynen, o gece gündüz geziyor. Çok yer. Der ist viel unterwegs, ne? Buna bir bakmışsın şurada, bir bakmışsın orada. Echt? Hiç durmaz. Aber es kastriert, ne? Yaptırdım, kısırlaştırdım. Hier ist nochmal das Teddy-Villa, hier von Ibrahim. Wie gesagt, das kann man da auch buchen. Und da hat man das Gebirge, kann man von hier aus auch sehen. Jetzt ist er uns überall gefolgt, der kleine Kater. Ja, und ich denke mal, somit haben wir auch alle Fragen beantwortet bezüglich der Ausreise. Der Ibrahim, falls jemand einen Hund oder eine Katze ausführen will, Hühner oder sowas führt man ja nicht aus, ne? Tauch gibt es natürlich. Also Ausreise ist Hunde und Katze. Und Katze. Ne? Ja, was anderes nicht, ne? Schafe, Kühe, nein, sowas nicht, ne? Nur Katze und Hunde. Nur Katze und Hunde, aber irgendwie was anderes nicht, ne? Hund,
Kühe, Schafe oder Hühner, Hähne nicht, ne? Buradan böyle işte geliyor, geçip yiyorlar. Ja, super. Ja, ich denke mal, dann haben wir uns soweit alles angeschaut, Ibrahim. Wir sind sicherlich auch mal wieder bei dir. Schauen uns das mal wieder mal demnächst an. Auf jeden Fall sind da Leute auch sehr begeistert von deiner Anlage. Da kannst du später auch alles durchschauen, ne? Dankeschön. Ich danke dir dann, dass du die Zeit genommen hast und uns dein Katzen- und Hundehotel hier gezeigt hast. Also jeder kann dir hier Tiere hinbringen. Natürlich. Du holst auch Tiere ab. Ja. Wenn du kontaktiert wirst. Ja. Ich bin in Gündodo, ich habe hier eine Katze, ich will sie mit nach Deutschland nehmen. Die holst du dann von dort ab und bringst sie hier hin, richtig? Ja, ja, ja. Jemand ruft dich von Titrian Girl an, ich habe hier einen Hund, ich will nach Deutschland nehmen, den holst du sofort ab, kommt in Quarantäne. Aber wenn ich ein bisschen weit zum Beispiel von Alanya, wir nehmen Benzingeld. Und es Gebühren, ne? Ja. Okay, das ist nicht auch normal. Nicht so viel, aber ja. Aber angenommen von Titrian Girl, In Manavgat kostenlos. Ja, und die Hunde kannst du auch dann selber fangen oder sollen die dann gesichert sein meistens? Ja, wenn möglich festhalten, dann ich kann abholen. Am besten, aber, dass du ja. Sie abholst nur. Ja. Denn du kannst hier nicht tagelang eine Katze suchen gehen, ne? Wenn sie die im Raum haben. Keine Zeit. Du hast auch keine Zeit, logischerweise, ne? Also nochmal, damit das ausdrücklich klar ist. Wenn jemand in der Türkei ist, er will einen Hund oder eine Katze mitnehmen, dann bitte das Tier sichern und dann bei Ibrahim anrufen und der kommt doch das Tier abholen. Nicht anrufen, komm, hier ist Katze, bitte fangen oder hier Hund fangen, der hat keine Zeit für sowas. Weil man hat hier selber die Anlage gesehen, er ist alleine hier mit seiner Mama, alleine bist du hier, ne, mit deiner Mama. Ja, und dann kommt manchmal zur Aushilfe der Neffe oder jemand anders und da muss ich hier mit um über 70 Hunde täglich kümmern. Und das kann wirklich sehr viel Zeit nehmen. Von daher bitte die Tiere sichern und dann erst den Ibrahim kontaktieren. Ich danke dir. Ich danke für auch. Deine Mühe. Dankeschön. Und für deine Arbeit. Du hast Dankeschön. Wirklich riesen Respekt, habe ich vor dir, für deine ganze Arbeit, weil ich weiß, wie viel Arbeit das mit Tieren ist. Ne? Und wir sehen uns sicherlich wieder. Und ich werde dir auch viele Leute weiterempfehlen. Das verspreche ich dir. Dankeschön. Und jeder soll das auch teilen, wenn jemand gerne ein Tier mit nach Deutschland nehmen will oder irgend so Erfahrung oder irgendwas erfahren will, soll man sich bitte an Ibrahim wenden. Hier geht das alles offiziell und das geht alles gut über die Bühne. So, ich danke euch dann alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren, für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.